Ja, wir fangen ganz pünktlich an. Ich begrüße herzlich zum heutigen Vortrag im KI-Campus. Mein Name ist Thomas Köhler, ich komme aus Dresden und ich habe das Vergnügen, dass ich heute Professor Dr. Nils Pinkwart anmoderieren darf, den wir begrüßen dürfen mit seinem Vortrag zu Learning Analytics in der Hochschulbildung. Herr Pinkwart ist einerseits sozusagen auch im Kontakt mit mir und im Rahmen der Grundforschung als Leiter des Forschungsbereichs Education Technology Lab beim DFKI in Berlin, also dem Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz. Zugleich ist er Professor für Informatik an der Humboldt-Universität in Berlin und ganz besonders hervorzuheben, hier im KI-Campus ist er einer der wissenschaftlichen Leiter. Und Herr Pinkwart hat Informatik, Mathematik in Duisburg studiert, hat verschiedene Grundforschungsprojekte geleitet, war dann auch an der Carnegie Mellon University im Bereich der HCI, Human Computer Interaction, tätig als Postdoc und nachfolgend Juniorprofessor bzw. auch ordentlicher Professor an der Universität in Clausthal. Inzwischen ist er seit fast 10 Jahren oder seit 8 Jahren in Berlin an der HU tätig und dort insbesondere an der Schnittstelle zwischen Informatik und Gesellschaft, also auch mit einem deutlichen Bezug zu Sozialwissenschaften tätig. Insofern ist er sozusagen auch auf beiden Feldern, die hier eine große Rolle spielen, unterwegs, nämlich einerseits auf dem informatischen als ja, entwicklungsaffiner Wissenschaftler und andererseits aber eben auch mit dem Fokus auf sozial- und gesellschaftswissenschaftliche Themen, zum Beispiel eben auch als PI am Einstein Center for Digital Future und am Weizenbaum-Institut eben da. Also insofern sehr umfangreich wissenschaftlich ausgewiesen und auch durch eine Reihe von international sichtbaren Publikationen. Und es ist ein besonderes Vergnügen, heute hier die Anmoderation übernehmen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag zum Thema Learning Analytics in der Hochschulbildung, eben schon mal erwähnt, und würde jetzt das Wort weitergeben. Der Vortrag wird, wie gesagt, aufgezeichnet, auch zum Nachhören. Und ich würde Sie herzlich bitten, Fragen dann gegebenenfalls auch über den Chat zu stellen. Wir versuchen, die dann auch auszulesen, sodass Sie alle auch mit Ihren Fragen zu Wort kommen. Lieber Kollege Pinkwart, ich bin gespannt oder wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, haben Sie vielen Dank. Dankeschön für die Einführung. Ich werde mal schauen, dass ich meinen Bildschirm hier entsprechend mal freigebe. So, jetzt sollten Sie in der Lage sein, die Startfolie hier zu sehen. Und ich habe den Vortrag Learning Analytics in der Hochschulbildung ganz grob so in 4 Teile für Sie unterteilt. Einer gewissen Motivierung, dann einem Überblick, einer Begriffsdefinition, einer kurzen Historie von Learning Analytics, dann gefolgt von insgesamt 8 verschiedenen Anwendungsbeispielen von Learning Analytics in der Bildung und auch spezifisch in der Hochschulbildung. Und schließen werde ich dann mit einer Diskussion über kritische Erfolgsfaktoren für Learning Analytics in der Bildung und auch mit Entwicklungsperspektiven für das Feld. Aber fangen wir am Anfang an und vielleicht ist nicht allen der Begriff Learning Analytics sozusagen ja, so bekannt. Und ich möchte einführen damit mit einer ganz einfachen Sichtweise auf die Dinge, dass es, wir werden gleich noch ein bisschen präziser, aber dass es hier um die Nutzung von Daten in Bildungskontexten geht. Und um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu motivieren, welchen Wert Daten, die Analyse von Daten, sei das jetzt mit konventionelleren Methoden oder mit KI-Methoden, eigentlich in verschiedenen Bereichen hat, starten wir vielleicht mal tatsächlich mit einem Nicht-Bildungsszenario, um dann später auf die Bildung weiterzugehen. Und das Nicht-Bildungsszenario ist ein Spiel, das Spiel Go, und das war vor einigen Jahren deswegen in der Presse, weil es jahrzehntelang als das Spiel ging, was künstliche Intelligenz eigentlich niemals sozusagen oder wo künstliche Intelligenz menschliche Spieler niemals schlagen würde. Und das hat tatsächlich 2 Jahrzehnte gedauert zwischen Schach und Go. Das ist für den Bereich Informatik und KI ist das eine Ewigkeit. Bis vor wenigen Jahren, 2015, 2016, eine AlphaGo-Maschine die besten menschlichen Spieler besiegt hat. Wie ist das passiert? Das war nicht dadurch, dass man ja, sich überlegt hat, welche eigentlich guten Zugstrategien es im Go-Spiel gibt und die einprogrammiert hat, sondern über ein maschinelles Lernverfahren. Man hat
Daten von sehr, sehr vielen Go-Partien, in denen menschliche Spieler gegeneinander gespielt haben, in eine Maschine gegeben, hat der Maschine den Regelsatz des Spiels gegeben und danach war die Maschine in der Lage, die besten menschlichen Spieler zu besiegen. Und um das noch zu toppen, das ist etwas, was dann deutlich weniger in der allgemeinen Presse war, man könnte hier noch sagen, die Maschine imitiert eigentlich das menschliche Wissen. Sie agiert so wie eine Aggregation aller besten menschlichen Go-Spieler. Publiziert hier in Nature ist AlphaGo Zero, die gar nicht mehr menschliche Daten benötigte. Einfach eine Maschine immer wieder gegen sich selbst Go spielte und auf Basis dieser Daten dann wiederum gelernt hat, wie eigentlich ein perfektes Go-Spiel ist. Sie sehen hier die Spielkurve, je mehr diese Maschine trainiert hat, je mehr Daten also zur Verfügung standen, ohne dass dort ein einziges menschliches Spiel dabei war, umso besser wurde die. Und schlug dann also auch alle anderen KI-Verfahren, die auf Basis von menschlichen Datensätzen trainiert worden sind. Werden wir etwas ernsthafter? Go ist ein Spiel, ist ja schön, wenn die KI dort gut ist. Aber auch in anderen Feldern ist uns, glaube ich, allen bekannt, dass Daten einen enormen Wert haben. Wir sehen hier zwei Nachrichten. Einerseits links die VDI-Nachrichten, also ingenieurslastig, rechts auf dem Ärzteblatt, ein wenig medizinlastiger, aber über die gleiche Information eigentlich. Dass nämlich KI-Verfahren, in dem Fall Bilderkennungsverfahren, deutlich bessere Diagnostik liefern, in diesem Fallbeispiel bösartige Gewebeveränderungen, als das menschliche Ärzte können. Natürlich würden wir damit jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir ersetzen jetzt Ärzte durch Maschinen und nehmen Sie das nochmal vielleicht mit. Das ist, natürlich werden wir das nicht tun. Wir kommen nachher noch auf Bildungszusammenhänge und stellen uns vielleicht die Frage, werden jetzt hier Lehrkräfte durch Maschinen ersetzt? In diesem Feld hier würden wir sicherlich alle sagen, nein. Natürlich ist das sehr schön, wenn wir eine Bilderkennung haben, die auf Basis von Daten sehr gut in der Lage ist, uns zu unterstützen, die Dinge zu machen über KI, die eine KI vielleicht besser kann, datengestützt als ein Mensch. Aber es ist doch letztendlich eine Unterstützung. Und ein drittes Feld, bevor wir dann zur Bildung kommen, sind Texte. Auch etwas Klassisches, mit dem wir uns in Bildungskontexten sehr oft befassen. Die Produktion von Texten, die Analyse von Texten. Und wir sehen hier einen Text, der vielleicht im Rahmen eines universitären Essays oder im Rahmen eines schulischen Aufsatzes entstanden sein könnte, ist er aber nicht. Dieser Text ist durch zwei KIs, die hintereinander schaltet, entstanden sind. Was ich gemacht hatte, war einen kleinen englischsprachigen Anfang eines Textes in eine Software namens InferKit einzugeben. Sie sehen hier die sehr, sehr einfache Webinterface. Das kann im Prinzip alle benutzen, auch ohne dass man Ahnung von neuronalen Netzen hat, die dort hinterhängen. Und hier, diese Software ist in der Lage, Texte automatisch zu vervollständigen. Das heißt, auf Basis des Anfangstextes wird ein etwas komplexerer Text. Und dieser komplexere Text lässt sich dann, das kennen viele von Ihnen auch, mit anderen KI-Verfahren, in dem Fall die Maschine DeepL, von einer Sprache in die andere übersetzen. Jetzt haben auch diese Dinge natürlich eine Implikation vielleicht für Bildungszusammenhänge, wenn eventuell in der Gegenwart oder in der Zukunft Texte nicht mehr nur einfach plagiiert sind, irgendwo abgeschrieben, sondern tatsächlich generiert sind, aber auch konstruktiv. Wie können wir eigentlich mit automatischen Textgenerierungsverfahren, und wir werden es nachher noch sehen, auch mit automatischen Textanalyseverfahren in Bildungskontexten umgehen? Alles Fragen, die sozusagen Querbeziehungen haben, die andeuten, ja, Daten haben in ganz, ganz verschiedenen Kontexten heute einen hohen Wert. Und maschinelle Verfahren, die auf Basis dieser Daten arbeiten, und dort sind wir eigentlich schon sehr, sehr nah am Begriff Learning Analytics, haben sozusagen in vielen Gebieten durchaus Wert. Und jetzt schauen wir mal 10 Jahre zurück, gilt das auch für die Bildung. Und Sie können auf den unteren Teil hier schauen, das ist ein McKinsey-Report, der ziemlich genau 10 Jahre alt ist, der da eigentlich selbst für Amerika ein eher pessimistisches Bild zeichnet. Der sagt, naja, der öffentliche Sektor, insbesondere der Bildungssektor, sogar in den USA, da gibt es eigentlich gar keine Daten. Und das Mindset von den Leuten ist auch nicht so sehr datengetrieben, die im Bereich Bildung unterwegs sind. Und das ist ein Grund dafür, weshalb Roy P. in seiner Arbeitsgruppe so ein bisschen auf die Schlussfolgerung gekommen ist. Aber wie gesagt, das ist einige Jahre her, in der sich wirklich viel getan hat. Das, was so Data Science kann und damit eigentlich die Grundlage für Learning Analytics, das ist im Bereich Bildung noch unterrepräsentiert im Verhältnis zu anderen Sektoren. Wenn wir heute mal in aktuelle Foresighting-Reports schauen, dann können Sie zum Beispiel links so eine Praktikersicht aus dem Horizon-Report aus diesem Jahr finden, wo Sie die
Kerntechnologien, die aktuellen und kommenden, mal aufgelistet sehen, die von Expertenpanels benannt worden sind. Welche Sachen spielen eigentlich in der Bildung eine Rolle? Dort sehen Sie einerseits KI und andererseits Learning Analytics als zwei auch durchaus eng miteinander verwandte Gebiete, die im Bildungssektor als relevant angesehen werden. Und unter anderem, sind nicht alle, Sie sehen wenig überraschend, dass hybride Kursmodelle im Moment auch etwas sind, was zunehmender Bedeutung gewinnt. Ja. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Marktperspektive, dass halt KI durchaus auch als marktrelevant angesehen wird, insbesondere im Assessment-Bereich und im Sprachlernen, dass dort auch, dass das nicht mehr Liebhaberei ist oder nur Grundlagenforschung, sondern dass dort auch tatsächlich auf dem industriellen Sektor ein Marktsegment gesehen wird. Das also die aktuellen Trends, die so ein bisschen das von vor 10 Jahren mit dem Sichten, die heute sind, kontrastieren. Um, bevor wir aber jetzt zu Fallbeispielen und zu Learning Analytics als Begriffsdefinition kommen, vielleicht nochmal ein Reality-Check, denn tatsächlich ist das gar nicht so neu, was wir hier halt sehen. Dazu einmal vielleicht in die 70er Jahre und dann in die späten 90er Jahre. Hier etwas, was an der Carnegie Mellon University entwickelt worden ist von Jaime Carbonell, das Scholar-System, das letztendlich Geografie unterstützend oder beim Geografielernen unterstützte, das halt den Anspruch hatte, perspektivisch so gut wie ein menschlicher Lehrer zu sein. Und in der Mitte des Textes sehen Sie auch, in Scholar, knowledge was not stored as text, but in an interrelated network of facts and concepts. Es wurde also ein Wissensnetz erstellt. Und mit dieser strukturierten Information war man dann in der Lage, Mitte der 70er Jahre erste Inferenzen zu machen und Dialoge textueller Natur mit Lernenden zu gestalten, auch wenn dieses System seinerzeit in den 70er Jahren sicherlich nicht so flexibel wie ein menschlicher Tutor gewesen ist. Auf Basis dieser Ansätze aber, dass man eine Domäne, bei Scholar war das Geografie, dass man die modelliert, oft als Graph, als Ontologie oder als andere strukturierte Wissenselemente darstellt, wurde aufgesetzt. Es wurde verbunden mit psychologischen Theorien und führte dann insbesondere in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren zu intelligenten tutoriellen Systemen, wo, Sie sehen das jetzt hier oben rechts dargestellt, ist auch sowas wie ein Domain Knowledge, eine Wissensbasis gibt, die ganz oft ebenfalls als Netzwerk repräsentiert ist, wo aber auch eine Komponente drin ist, die das Wissen der Lernenden abbildet, Komponenten drin sind, die abbilden, wie pädagogisches Handeln eigentlich erfolgen soll. Und diese Systeme, ein Beispiel hier etwas, was von Kurt von Lehn wesentlich mitgetrieben worden ist für den Bereich Physik, das Andy-System, die wurden sehr, sehr intensiv untersucht und wiederholt eigentlich nachgewiesen, dass die Effektivität im Sinne des kognitiven Wissenserwerbs wohlgemerkt, wir reden hier nicht über andere Facetten von Bildung, dass die durchaus vergleichbar ist zu der von menschlichen Tutoren. Auch diese Systeme sind aber im engeren Sinne noch keine Learning Analytics Systeme gewesen, weil die Daten, die während des Lernprozesses entstehen, noch gar nicht unbedingt zu einer Weiterentwicklung, zu einer Evolution des Systems geführt haben. Das änderte sich nachfolgend. Und wenn Sie an den Marktführer mittlerweile tatsächlich auf China schauen, Squirrel AI Learning, ist das genau ein System, in China mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet, was einerseits ein explizites Wissensmodell hat, aber auch gleichzeitig kontinuierlich aus den Daten, die während der Systemnutzung entstehen, aus den Dingen, die Personen richtig oder auch falsch beantworten, permanent das System weiter verbessert. Und in Studien, die dort durchgeführt sind, zeigt sich tatsächlich mittlerweile, vielleicht vergleichbar zu dem Go-Spiel, eine Überlegenheit gegenüber auch menschlichen Lehrkräften, was tatsächlich die Angabe von personalisierten Informationen, von Lernpfaden, von Lernhinweisen und sowas angeht. Und diese Idee, dass man auf Basis der Daten, die dort vorliegen, Bildungstechnologien weiterentwickelt, ist im Kern dessen, was wir als Learning Analytics bezeichnen. Sie sehen hier eine Grafik, die aus dem Arbeitskreis Learning Analytics der Gesellschaft für Informatik entstanden ist, wo Sie letztendlich einen Kreislauf sehen, der eingebunden ist in organisatorisch-gesellschaftliche Überlegungen zu Datenschutz und Ethik, wo es aber darum geht, dass wir in Bildungskontexten Daten erheben und die damit verbundenen Ziele, die für Lernende sein können, für Lehrende oder auch für Bildungsorganisationen, die dann Analysewerkzeuge und Methoden auf diesen Daten bereitstellen, die in der Lage sind, die
analytischen Ergebnisse auch irgendwie an die Zielgruppen zurückzuspiegeln. Das sind ganz oft Visualisierungsformen. Es können aber auch andere Formen, zum Beispiel textuelle Interaktion oder andere Sachen sein. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Information oder sehr, sehr wichtiger Parameter eigentlich auf dem Learning Analytics, dass man daraus auch tatsächlich Erkenntnisse gewinnt. Das können wissenschaftliche Erkenntnisse sein, das können aber auch praktisch relevante Dinge sein, die zur ganz konkreten Verbesserung eines spezifischen Kurses beispielsweise nutzbar sind und Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Das heißt, Ziel ist hier sehr, sehr oft oder eigentlich durchgängig im Bereich Learning Analytics, dass man nicht zu abstrakten Erkenntnissen kommt, sondern dass man tatsächlich actionable information hat, dass also die Personen, die dort Analytics betreiben, damit letztendlich Prozesse, Systeme, Bildungsangebote verbessern können. Sei das auf der persönlichen Ebene des pädagogischen Handels oder auch der technischen Ebene der Unterstützung, die beispielsweise gegeben wird. Und um das noch ein bisschen aufzufächern, haben wir hier eine ganze Reihe von Klassifikationen von Einsatzmöglichkeiten, die unterschiedliche Zielgruppen betreffen können, wie eben schon genannt. Nicht alle Systeme sind beispielsweise für Lernende. Einige sind zur Unterstützung von Lehrenden gedacht oder auch von Bildungsorganisationen. Und wir können auch unterschiedlich tief und lang reinschauen. Wir können uns entweder nur konkrete Bildungsprozesse oder konkrete Lernprozesse, die kurz sein können, die wenige Minuten sein können, anschauen. Wir können aber auch auf so einer mittleren Ebene vielleicht ein ganzes Semester betrachten. Oder auf der Makroebene tatsächlich langfristige Bildungsprozesse, die etwa ein Studium oder Lifelong Learning tatsächlich auch betreffen können. Also ganz unterschiedliche Betrachtungsstufen. Und exemplarisch hier mal sind diese Zellen jetzt hier mal gefüllt. Wir können jetzt mal die Spalte der Lernenden uns anschauen, um ein paar Beispiele zu haben. Klassischerweise wäre für Lernende auf der Mikroebene also sowas wie adaptive Schulungssoftware. Wenn ich mich für eine Prüfung vorbereite, ich weiß, die ist in 2-3 Tagen und ich möchte jetzt genau die Stellen, an denen ich noch nicht so richtig fit bin, da möchte ich mir noch ein paar Aufgaben bearbeiten, mir das Wissen aneignen. Und die Software unterstützt mich dabei, weil die auch ein Profil von mir hat. Und dann sind wir sozusagen auf dieser lernenden Mikroebene-Bereich. Es gibt aber auch Systeme, die erlauben es, Lernenden ihr Monitoring des Lernerfolgs über einen gesamten Kurs zu betrachten. Das ist ein ganzes Semester, sodass man eigentlich seinen Fortschritt kontinuierlich sehen kann und darüber vielleicht reflektieren kann, ob man sozusagen on track ist oder ob man gewisse Dinge vielleicht eventuell vernachlässigt. Das wäre etwas, was für Lernende auf der Meso-Ebene ist. Und wenn wir tatsächlich längerfristige E-Portfolios beispielsweise betrachten, Änderungen in Kompetenzprofilen mit möglicherweise Empfehlungen, Passungen zu Jobprofilen oder zu Weiterbildungen, die für gewisse Ziele interessant sein können, dann wären wir auf der Makroebene für Lernende. Und nachfolgend jetzt 8 verschiedene Beispiele, in denen Sie jeweils ganz unterschiedliche Zielgruppen sehen, aber auch verschiedene Mikro-, Meso-, Makro-Ansätze und auch verschiedene Algorithmen und Informationspräsentation oder Visualisierung, um so ein bisschen dieses jetzt doch hier erstmal im Moment abstrakte Spektrum ein bisschen mit konkretem Leben aus Projekten zu füllen, die teils Publikationen, die teils von unseren Gruppen sind, die aber auch teils von anderen Gruppen gemacht worden sind. Und starten möchte ich mit der Mikroebene und auch mit einem vergangenen und gleichzeitig einem aktuellen Projekt. Das ist, können wir eigentlich Sensordaten in Bildungskontexten verwenden? Dort haben wir bereits in der Vergangenheit ein Projekt durchgeführt, das hieß LISA und Sie sehen hier auf der Folie 3 unterschiedlich stark ausgearbeitete Prototypen. Heute haben wir sehr oft eher was am Arm, was auf der rechten Seite ist, unsere Smartwatches, die in der Lage sind, gewisse Informationen zu erheben. Als wir das Projekt durchgeführt haben, war das noch nicht so. Da arbeiteten wir mit Dingen, die Sie eher unten links sehen, die zum Beispiel Hautleitfähigkeit, Herzrate erfassen. Vermutlich kennen Sie selber viele andere Beispiele von physiologischen Informationen, die über Wearables abgreifbar sind. Unser Ziel in LISA war die algorithmische Erkennung und Modellierung von lernrelevanten Zuständen auf Basis von solchen Sensordaten, diese dann auch zurückzuspiegeln an die Lernenden zur Reflexion, wie ein Lernprozess verlaufen ist. Natürlich in Kombination eigentlich mit so klassischen Daten, die wir aus Bildungskontexten haben, so klassische Logfiles. Und aktuell im Projekt Tech for Comp, was wir gemeinsam auch hier mit anderen Beteiligten, die in dieser Sitzung hier sind, durchführen, wollen wir genau daran auch anknüpfen und uns anschauen, wie beispielsweise Ringe, also nicht so besonders störende und auffällige Sachen, wie die eingesetzt werden können,
um beispielsweise Stress im Studium den Studierenden zu erfassen und den Studierenden auch rückzuspiegeln, damit eine Reflexion darüber ermöglicht wird. Im LISA-Projekt war eines der Showcase-Szenarien nicht die Hochschulbildung, sondern es war eher eine professionelle Bildung. Man schon sieht, wie sehr sinnvoll das sein kann, hier ein professionelles Trainingsszenario für Rettungskräfte, wo eigentlich immer die Schwierigkeit darin bestand, wie kann ich eigentlich das Schwierigkeitsniveau justieren. Und in dem Projekt haben wir damit experimentiert, dass sich die Logfiles, die Performance von Personen angeschaut wurde, wenn die also in diesem Trainingsszenario alles gut machten und gleichzeitig die Physiodaten zeigten, die Personen sind auch noch sehr ruhig dabei, dann ist das ein sehr guter Moment, um vielleicht das Schwierigkeitsniveau zu erhöhen und im Nachgang, so der Reflexionsteil, das Ganze auch zu besprechen, wie also das Erleben in der jeweiligen Schulungssituation war und ob die Intervention, die Steigerung des Schwierigkeitsgrads beispielsweise angemessen gewesen ist. Das zweite Beispielszenario geht eher, es ist ein Hochschulbeispielszenario, kommt aus einer Kooperation, die wir gegenwärtig mit der Fernuniversität haben. Und hier die Idee, wie wir verschiedene KI-Verfahren miteinander so verknüpfen können, dass Lerner über ihre eingesendeten Kurzessays die Antworten zu Freitextaufgaben Feedback bekommen und auch darüber reflektieren können. Sie sehen oben rechts eine Aufgabenstellung, beispielsweise eine Begriffsdefinition. Und wir haben in vielen Hochschulkontexten ja vielleicht so ähnliche Fragestellungen schon mal gestellt, anderen Studierendenkohorten. Und vielleicht haben wir sogar diese Daten seinerzeit mal bewertet mit Schulnoten oder mit anderen Dingen. Wenn wir sowas haben, dann historische Daten vorliegen, dann kann das ein guter Input sein für maschinelle Lernverfahren, die dann in der Lage sind, neue studentische Einreichungen zu bewerten. Sie sehen das hier auch mitten rechts, diese studentische Lösung wurde mit 0,5 bewertet. Das ist schön, wenn Sie aber als Student jetzt eine Bewertung von 0,5 kriegen, die auf Basis eines Naive-Base-Classifiers entstanden ist, dann haben Sie vielleicht Fragen. Sie fragen nämlich, warum habe ich denn jetzt nicht einen Punkt oder was ist hieran jetzt eigentlich gut und was ist vielleicht nicht so gut? Das heißt, ein automatisches Grading, ohne dass die KI in der Lage ist, die Entscheidung auch zu begründen, ist in Bildungskontexten oft ein bisschen schwierig. Sie brauchen halt sowas wie eine pädagogisch-didaktische Komponente, weshalb wir in dem Projekt zusätzlich zu dem maschinellen Lernverfahren auch noch einen, ja, wir kommen wieder zurück zu diesen Begriffsnetzen, die wir schon in den 70er Jahren hatten, ein Wissensnetz angelegt haben mit positiven und negativen Konzepten, die in den Lernerlösungen auch gehighlightet werden können, wo man, Sie sehen das auf dieser Folie jetzt hier, reingehen kann, sich verschiedene Begriffe anschauen kann, die man sinnvollerweise verwendet hat, vielleicht auch verwendet hat, obwohl sie eventuell nicht sinnvoll sind. Diese Dinge sind dann wiederum verknüpft mit Lernmaterialien in einer Bildungsplattform, sodass eine Auseinandersetzung der Studierenden mit ihrer eigenen Lösung, mit der maschinellen Bewertung und mit dem Domänenmodell, was dort hinterliegt, erfolgen kann. Ein sehr, sehr ähnliches Bild, deshalb gehört es auch noch zum gleichen Beispiel, ist ein anderes Projekt, was wir seinerzeit mit DFG-Unterstützung durchgeführt haben, das hieß JavaFit, das System. Was Sie hier sehen, das ist gleichsam ein Bild, was in einer Grundvorlesung zur Java-Programmierung entsteht. Die entsprechenden Elemente, die hier drin sind, sind kleine Wissensbausteine, die für die Erlernung der Programmiersprache Java in dem Fall wichtig sind. Diese sind hierarchisch strukturiert und Lerner können jetzt auf Basis der Wissenslandkarte, die hier dargestellt ist, sehen, in welchen Bereichen Sie bereits grün sind, wo Sie vielleicht viele Videos sich angeschaut haben, die entsprechenden Quizaufgaben oder auch Programmieraufgaben richtig bearbeitet haben und welche Bereiche noch rot sind, wo also das System zumindest keine Informationen über irgendeine Leistung der Studierenden hat. Wohlgemerkt, dieses System hat keine Red Flags geschickt, keine Warn-E-Mails oder so, sondern hat einfach eine Wissenslandkarte gezeigt. Das war uns wichtig, weil es ja durchaus auch noch so etwas wie Bücher gibt, weil es die Möglichkeit gibt, abseits dieser Webseite sich die Programmiersprache Java zu erlernen, sodass das System kein komplettes Wissen hat. Und insofern können durchaus die Bereiche, die hier rot markiert sind, eventuell Bereiche sein, wo die Studierenden dann sagen, ja, okay, ist klar, dass das System denkt, dass ich das nicht weiß, weil das habe ich in dem System nie bearbeitet, aber dazu habe ich mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, die ja gar nicht drin waren und ich habe das alles irgendwie gut verstanden. Das heißt, die Souveränität der Lernenden, gerade im Hochschulbildungskontext, ist natürlich unheimlich wichtig und weswegen wir uns hier in beiden Fällen eigentlich
in dem aktuellen Projekt und in dem vergangenen für eine visuelle Darstellung des angenommenen Wissens der Lernenden entschieden haben. Das wird aber nicht immer so gemacht. Die nächsten beiden Beispiele zeigen eine weitere wichtige Anwendung von Learning Analytics in Bildungskontexten. Das ist die Vorhersage. Es ist natürlich oft für Organisationen sehr, sehr interessant. Sie sehen schon, wir sind jetzt bei einer anderen Zielgruppe. Wenn Sie beispielsweise Studiendekan oder so sind oder in universitären Kontexten oder Sie sind MOOC-Betreiber und Sie sind daran interessiert, was denn jetzt Bestehensquoten sind. Schaffen es unsere Studierenden eigentlich, ihr Studium zu vollenden oder sozusagen eher auf einer wirtschaftlichen Ebene, wie viele von den Leuten, die unser MOOC machen denn am Schluss eigentlich unsere kostenpflichtige Prüfung, um das Zertifikat zu bekommen? Wie bleiben ein ganzes Studium betrachten und sich die Frage stellen, wenn ich jetzt nur die ersten beiden Semester mir anschaue, plus die Qualifikationsdaten, also sowas wie zum Beispiel bei uns wären es Abiturdaten, das war aber hier ein anderes Land, kann ich dann den Studienerfolg vorhersagen und wenn ja, wie gut? Und ja, das geht. Was Sie hier sehen auf der rechten Seite sehen, ist ein Entscheidungsbaum, der mit ungefähr 60-prozentiger Genauigkeit das vorhersagen kann. Andere KI-Modelle, die leider nicht so schön erklärbar sind, wo Sie dann also nicht wissen, dieser Kurs CS251, der ist irgendwie wichtig und dann kann ich mir entlang der Pfeile sozusagen erklären, welche Kurse eine Vorhersagequalität haben. Also andere KI-Verfahren, die nicht so gut erklärbar sind, liefern hier sogar bis zu 83% Genauigkeit. Aber wohlgemerkt, man könnte in einem Studienberatungsgespräch dann wieder nur auf eine sehr abstrakte Prognose verweisen, ohne dass hier Gründe wirklich dahinter liegen. Aus unseren eigenen Arbeiten haben wir ebenfalls im Kontext von MOOCs mit in dem Fall Support Vector Machine experimentiert und haben versucht, auch vorherzusagen, wie gut wir eigentlich mit diesen maschinellen Lernverfahren einen Abbruch in dem Fall in einem MOOC-Kurs vorhersagen können. Und Sie sehen das schon, die ersten paar Wochen gelingt uns das nicht ganz so gut. So ab der Woche 10 sind wir eigentlich deutlich besser als die Baseline. Und in dem Fall konnten wir tatsächlich mal genauer in die Daten reinschauen und stellt sich fest, dass viele der Faktoren, die wir uns eigentlich angeschaut hatten, wie zum Beispiel werden die Videos zum Ende angeschaut, werden die Übungsaufgaben gemacht und so weiter, dass die nicht gut als Vorhersage taugten. Aber wenn sich im Laufe des Semesters das Verhalten einzelner Studierenden änderte gegenüber dem, wie sie typischerweise in den ersten Wochen vorgegangen sind, dann war das eigentlich eine ganz gute Vorhersage. Das heißt, man geht vom typischen Rhythmus weg gegen Ende des Semesters und das war etwas, was tatsächlich dann eine Vorhersage eines Kursabbruchs ganz gut vorhersagen ließ. Das also zu dem Thema Vorhersagen. Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem Learning Analytics relativ oft eingesetzt wird, ist, um sich seine Kohorte oder seine Studierendengruppe zu analysieren. In dem Fall, relativ oft haben wir das in MOOCs natürlich, wo wir eigentlich nicht unbedingt wissen, wie so die Hörerschaft eines MOOCs zusammengesetzt ist, anders als bei klassischen universitären Kursen zum Beispiel. Und Sie sehen hier eine Clusteranalyse, die beispielsweise durchaus nahelegt, dass die MOOC-Hörerschaft, die Teilnehmerschaft, nicht komplett beliebig sich verhält, sondern dass es eigentlich vier verschiedene Typen gibt, die dann wiederum mit unterschiedlichen Abschlussraten einhergehen. Cluster 1 zum Beispiel kennt man von sehr, sehr vielen Online-Kursen, die eigentlich kaum interagieren. Die lesen wenig, die schreiben auch nichts, die machen die Quizzes nicht und die haben auch eine relativ geringe Abschlussrate. Wir haben dann zwei verschiedene Typen von Online-Studierenden, die durchaus eine hohe Abschlussrate haben und ein kleines Restcluster. Das heißt, hier geht es gar nicht so stark, auch wenn die Certification Ratio hier auch noch drin steht, um die Vorhersage des Studienerfolgs, sondern es geht darum, verschiedene Typen von Lernern zu erkennen. Und das ist sicherlich auch jenseits von MOOCs etwas, was wir im Kontext von Diversität in der Hochschulbildung auch auf dem Schirm haben können, weil vielleicht nicht unbedingt alle Studierenden den Kurs mit einer gleichen Motivation, mit einer gleichen Erwartungshaltung machen und nicht alle ein gleiches Verhalten an den Tag legen möchten. Und diese unterschiedlichen Typen vielleicht auch unterschiedlich zu unterstützen, dazu dient natürlich so ein Clustering als möglicherweise geeignete Vorarbeit. Wenn man noch tiefer in die sozialen Strukturen reinschaut und die einzelnen Personen nicht nur als isolierte Datenpunkte, sondern als miteinander verbundene
Datenpunkte nimmt, dann landen wir bei Arbeiten, wie hier zum Beispiel vom Kollegen Hoppe, der Netzwerke identifiziert, Objekt-Link-Strukturen, die also, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, einerseits gibt es verschiedene Personen, also mit S jeweils abgekürzt, verschiedene Studierende, die miteinander in Kontakt stehen, in dem Fall ein interdisziplinäres MINT-Seminar. Und die Fragestellung war, können wir eigentlich auf eine relativ einfache Art und Weise visualisieren, ob denn tatsächlich ein interdisziplinärer Diskurs hier in diesem in dieser Gruppe stattgefunden hat oder ob die Biologen mit den Biologen geredet haben, die Physiker mit den Physikern und die Chemiker mit den Chemikern. Und tatsächlich ist es hier natürlich möglich. Sie können sehen, welche Person mit welcher Person interagiert hat, welche Sozialstrukturen es gibt, was aber auch gleichzeitig die zentralen fachlichen Themen waren, über die gesprochen worden ist und wie das in einem interdisziplinären Kontext passiert ist. Auch eine Art und Weise von Lerngruppen-Analytics, die es in dem Fall erlaubt, sozusagen auf einen Blick eigentlich so einen gesamten Gruppenlernprozess aufzufächern und zu schauen, ob denn wirklich, wie eine Sozialstruktur war, wie auch eine entsprechende fachliche Struktur dort in Gange kam. Unser sechstes Fallbeispiel ist ein aktuell sehr viel beachtetes Thema im Bereich Learning Analytics und das geht darum, sich gar nicht so sehr die sozialen Strukturen anzuschauen, sondern die Prozessstrukturen. Sie sehen hier auf der linken Seite Arbeiten von Kollegen Fortenbacher im LEMO-System und dort finden Sie ganz typische, auch umgangssprachlich dargestellte Fragen. Gibt es eigentlich so typische, in dem Fall hier ausgetretene Pfade durch Lernmaterialien? Haben die Lernenden überhaupt den ganzen Kurs studiert oder nur überflogen? Anders formuliert, wir haben als Lehrende, gerade im Bereich Online-Lehre, oft so ein bisschen eine Erwartungshaltung, wenn wir einen Online-Kurs strukturieren, dass der ja vielleicht in gewissen Reihenfolgen absolviert wird. Und manchmal mögen wir feststellen, das ist gar nicht der Fall. Die Studierenden nehmen ganz, ganz andere Prozesswege durch das Online-Bildungsangebot, was wir haben. Und genau diese Idee, erstmal festzustellen, welche typischen Prozesse, welche typischen Pfade gibt es, um dann vielleicht auch zu schauen, ist unser Online-Bildungsangebot eigentlich gut aufgebaut? Oder stellen wir fest zum Beispiel, dass unsere Studierenden permanent in irgendwelche Glossare springen, was überhaupt nicht vorgesehen war, wo vielleicht einfach die grundlegenden Begriffe noch gar nicht ausreichend gut definiert waren. Solche Dinge kann man feststellen, wenn man halt die entsprechenden Prozesse, die in Systemen sind, analysiert, um dann vielleicht auch zu einer Revision des Bildungsangebotes zu kommen. Die kann dann wiederum sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich erinnere an dieses Actionable Information bei Learning Analytics. Wenn wir zum Beispiel feststellen, dass sehr, sehr oft Rücksprünge in Glossare sind, könnte es sein, Variante 1, dass wir das Glossar vielleicht noch sichtbarer und besser positionieren. Wir könnten aber auch auf einer ganz anderen Ebene vielleicht in der Gestaltung des Kurses zunächst mal thematisieren, welche zentralen Begriffe überhaupt da sind, das mit einer Lerngruppe diskutieren, sodass sich das festigt und diese Sprünge ins Glossar nicht immer unbedingt notwendig sind. Verschiedene Varianten, aber das Problem aufdecken ist zum Beispiel dann hier etwas, das durch Process Mining entstehen kann mit sehr unterschiedlichen Varianten, Prozessentdeckung, Prozessverfeinerung, oder auch sozusagen Richtung Diversität und Clustering gibt es vielleicht verschiedene Prozesse, die unterschiedliche Lernertypen typischerweise nehmen. Das als sozusagen sechstes Beispiel und sehr häufig verwendete Technologie im Bereich Learning Analytics. Unser Beispiel 7 und gleich auch das Beispiel 8 sind dann andere Arten von Informationspräsentation. Wir hatten eben sehr, sehr viel solche Dashboards gesehen, wo halt vorwiegend visualisiert wird auf 2D-Ebenen. Gerade im Bereich der beruflichen Bildung, aber vermutlich auch durchaus übertragbar auf praktischere Tätigkeiten in der Hochschulbildung. Dort finden wir sehr oft XR als Kombination von Augmented Reality und Virtual Reality im Rahmen von Bildungskontexten. Auf der linken Seite sehen Sie das Screenshot des EBSIST-Projekts, in dem Assistenz- und Wissensdienste verwendet worden sind, zum Beispiel bei der Wartung von Maschinen, sodass Assistenzsysteme Personen in der Wissens sozusagen im konkreten Handeln unterstützten, bei Problemen, die aufgetreten sind, Unterstützung geben, wie etwas, wie zum Beispiel die Maschinenwartung realisiert werden kann. Und die Wissensdienste eigentlich dazu da waren, dass das auch ausgefadet werden kann, dass man nicht permanent in der Abhängigkeit von so einem Hilfesystem irgendwie ist. Auf der rechten Seite sehen Sie sehr ähnliche Arbeiten von Leda Mekasche, die das auch, sehen es unten in der Literatur, in inklusiven Kontexten gemacht hat. Ausbildung für Personen mit Handicaps, mit dem
womit Augmented Reality, Virtual Reality gearbeitet wird, um zum Beispiel Prozesse innerhalb des Automobildesigns sichtbar zu machen, die Sie mit bloßen Augen nicht erfassen können. Das heißt, hier eine ganz andere Art. Wir haben ebenfalls eine Datenerfassung und wir haben ein Analytics, was zum Beispiel bei der Wartung von Maschinen oder beim Produktdesign wichtig ist. Aber die Informationsrepräsentation ist in dem Fall etwas anders, weil sie eingebettet in den konkreten Tätigkeitsprozess ist, was bei manchen Tätigkeiten sehr, sehr hilfreich sein kann, im Unterschied zum Beispiel zu den Dashboards, die wir vorhin gesehen haben. Ja, und das letzte Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe, geht auch nochmal in diese Richtung, ist eins meiner Lieblingsbeispiele, weil es so nah an Bildungsszenarien, auch an Schulbildungsszenarien ist. Arbeiten von Ken Holstein, Carnegie Mellon University, der erstmal, wir sehen hier eine qualitative Vorstudie, der sehr amerikanisch gefragt hat, was wären eigentlich so an Lehrer, was wären Superkräfte, die Sie gerne hätten? Und wenn jemand von Ihnen im Bildungsbereich da ist, dann wird man vielleicht nicken und sagen, ja, also wenn ich die Denkprozesse sehen könnte, wenn ich wüsste, wenn ich vor meiner Klasse trete, welche Lernenden eigentlich gerade wirklich eine Blockade haben oder welche nur noch einen ganz kleinen Tipp bräuchten, um dann alleine weiterzumachen, das wären Dinge, die wären fantastische Superkräfte für einen Lehrer. Und das hat er umgesetzt, hat dann in weiteren Studien, die ich jetzt nicht im Detail, hat er Designprozesse gemacht und kam darauf, dass es letztendlich ein Brilleninterface sein sollte, weil die Lehrkräfte gerne die Hände frei haben. Und Sie sehen hier in der nächsten Folie einen Entwurf, wo Sie hinten projiziert gleichsam das Dashboard der Klasse haben. Sie sehen also, wie im Mittel die Klasse, welche typischen Fehler die eigentlich machen. Und wo so Low Mastery, High Practice Elemente sind. Das heißt, hinten sind die Statistiken und Sie sehen gleichzeitig über den Köpfen von den Personen eingeblendet, welche Personen die Hand gehoben haben, so wie Sie das alle aus unseren Meeting-Systemen können. Lieber Lehrer, komm mal her. Aber auch automatisch generierte Symbole, welche Personen tatsächlich auf, vielleicht nach Computereinschätzung gerade in Problemsituationen sind. Und gerade in Bildungskontexten, wo wir viel digitalisieren, wenn wir also Computer im Schulunterricht einsetzen, ist das eine der Fragen, die uns Lehrkräfte immer stellen. Ja, was ist eigentlich jetzt so meine Rolle? Wenn die alle vor den Maschinen sitzen, gibt es ja gar kein Unterrichtsgespräch mehr. Und so etwas, ob das jetzt eine Brille ist oder was auch immer, könnte ein Ansatz sein. Und die sehr, sehr seriösen Studien, die dort gemacht worden sind, mir zeigen, dass das wenig überraschend Effekte auf die Lehrkraft-Aufmerksamkeitsverteilung hat, natürlich. Aber auch, dass tatsächlich die Lernprozesse, der Wissenserwerb der Schülerinnen und Schüler hier, dass der im Verhältnis zu Kontrollgruppen durchaus unterstützt werden konnte. Also auch wiederum eigentlich eine XR-Anwendung in einem schulischen Bildungskontext, der vielleicht für Lehrkräftebildung etc. interessant sein kann. Kommen wir zum Abschluss. Und ich hatte Ihnen versprochen, so ein paar kritische Erfolgsfaktoren, die aus meiner Erfahrung vieler Projekte sich immer wieder ergeben, zu diskutieren und dann nachfolgend auch einige Perspektiven. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich immer wieder, dass wir bedenken sollten bei Learning Analytics Ansätzen, die also Daten dazu verwenden, um Bildungsszenarien zu verbessern, zu analysieren, dass wir eigentlich quasi immer eine gewisse Datenauswahl treffen. Das tun wir aus guten Gründen, das ist Datenschutz, wir wollen Sparsamkeit haben und so weiter und so fort. Wir haben halt kein holistisches Bild auf ein Bildungsszenario und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir nur eine gewisse Datenmenge haben und dass das eine Reduktion ist. Dass also vielleicht Dinge passieren können, die jenseits des Scopes des Systems sind. Wir hatten das vorhin, ein Beispiel von diesem Java-Fit-System. Es kann ja sein, dass Leute auch einfach mal miteinander reden, miteinander gemeinsam lernen, in eine Bibliothek gehen oder sich mit ganz anderen Medien oder auch sonst irgendwie weiterbilden und das System bekommt es halt überhaupt nicht mit. Und das ist erstmal eine faktische Betrachtung, aber immer wieder zu berücksichtigen in diesen Analytics-Systemen, dass halt der Sozialkontext und der Bildungskontext breiter ist als das, was wir als Daten haben. Und das ist zum Beispiel in der Gestaltung von Feedback an Lernende zu berücksichtigen, indem wir zum Beispiel, das war unsere Konsequenz, Visualisierungen anbieten, aber keine Warnmeldungen, die per E-Mail kommen, Warnungen, Sie riskieren den Kurs nicht zu bestehen auf Basis von einer partiellen Information. Der dritte Punkt, die ersten beiden waren so ein bisschen, ja, der Bildung, der Sozialkontext, der Lernkontext ist breiter als das, was wir in aller Regel datengestützt erfassen. Der dritte Punkt ist der, dass wir im Learning Analytics Bereich
anerkennen sollten und müssen, dass das kein rein informatischer Zugang ist, dass wir eine Zusammenarbeit hier benötigen zwischen didaktischen, pädagogischen, erziehungswissenschaftlichen Zugängen und Theorien und die im besten Fall halt datengestützt verfeinern können, validieren können, weiterentwickeln können, vielleicht auch überraschende Erkenntnisse gewinnen können. Dass es aber in aller Regel wenig hilfreich ist, alleine nur mit Analyseverfahren auf unsere Daten zu schauen, ohne diese Dinge didaktisch-pädagogisch einzuordnen, zu kontextualisieren. Weil wir dann, und das ist auch schon so ein bisschen der nächste Punkt eigentlich, wir kommen in aller Regel zu statistischen Aussagen. Nicht immer, wenn wir jetzt sozusagen eine Mathematik-Software für die Grundschule uns anschauen, da wird die Software in aller Regel in der Lage sein, schon ziemlich gut zu beurteilen, ob eine Eingabe in das System richtig oder falsch ist. Aber viele der Beispiele, die wir Ihnen hier gezeigt haben, die analysieren beispielsweise oder sagen einen Studienerfolg mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorher. Die geben auch mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit eine Einschätzung, ob eine Begriffsdefinition im Hochschulbildungskontext korrekt ist und so weiter und so fort. Und wenn wir uns rein auf die Daten nur stützen und als gegeben annehmen, dass diese Entscheidungen eigentlich quasi immer richtig sind, weil da ist ja Analytics dahinter, da sind vielleicht KI-Verfahren dahinter, und das nicht kritisch, lerntheoretisch, bildungstheoretisch diskutieren, dann sind wir sicherlich auf dem Holzweg. Aber wie schon gesagt, andersrum kann das sich wechselseitig unheimlich stark befruchten, weil Learning Analytics doch oft einen datenorientierten Zugang zur Weiterentwicklung von didaktischen Modellen beispielsweise gibt. Der vierte Punkt, diese fehleranfälligen Analysetechniken, hatte ich schon diskutiert. Der ist in vielen der Szenarien, die wir hier hatten. Denken Sie nur an die Sensoren für physiologische Daten. Das ist relativ klar, das ist verfälschbar. Wenn jemand jetzt beispielsweise angestrengt läuft, schnell unterwegs ist, dann werden wahrscheinlich die physiologischen Sensoren schon anschlagen, und zwar auch deutlich mehr anschlagen, als wenn die Person gerade angestrengt an einer Mathematikaufgabe irgendwie arbeitet. Ja? Und wenn wir vielleicht sonst keine Informationen haben, führt das recht automatisch zu fehlerhaften Ergebnissen. Die sind dann problematisch, wenn wir so Effekte datengetriebener Performativität haben. Das heißt nichts anderes, wenn ich beispielsweise mal verkürzt so ein Ampelsystem habe und sage den Studierenden, oh, du bist at risk. Das ist nicht so wahrscheinlich, dass du die Modulabschlussprüfung bestehst, oder vielleicht fast noch schlimmer, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Unsere Daten sagen voraus, dass alle Leute, die so einen guten Lernstand haben wie du jetzt, dass die das Modul hier auf jeden Fall bestehen. Ja, die werden dann eventuell sich auch genauso verhalten, wie die Learning Analytics System Empfehlung des denen suggeriert. Nämlich vielleicht werden die sich anstrengen, vielleicht werden die aufgeben, die werden in jedem Fall mal die Informationen, die dort gegeben wird, aufnehmen und sich gegebenenfalls dahingehend verhalten. Und wenn die Information jetzt aber fehlerbehaftet ist, sehen Sie schon die Problematik, die sich dort auftut. Dass wir also im Interface-Design, in der Interaktion, in der Widerspiegelung von Informationen, dass wir dort sehr, sehr viel Energie und Aufwand reinstecken müssen. Wenn wir Analytics-Verfahren haben, die auf Trainings- und Testdaten basieren, die also versuchen, KI-gestützt gewisse Dinge vorherzusagen beispielsweise, dann ist es sehr, sehr wichtig, kulturelle, persönliche Faktoren dort auch zu berücksichtigen, einfach eine gewisse Breite in den Trainingsdaten zu haben, weil es ansonsten passieren kann, dass die, wenn wir es nur auf einem engen Datensatz trainieren, dass dann halt auch die Konsequenz ist, dass die Systeme nur für eine gewisse enge Personengruppe funktionieren. Auch das ist etwas, was man als Lessons learned aus einigen Projekten haben, dass wir dort auf jeden Fall eine gewisse Breite in unseren Daten benötigen. Die nächsten beiden Faktoren sind praktisch sehr, sehr relevante Dinge, die gar nicht unbedingt für die Grundlagenforschung in allererster Linie wichtig sind, aber für die Durchsetzung in der Praxis. Datenschutz ist natürlich einer der Kontextfaktoren, die wir hier wesentlich betrachten müssen. Und dahin zu kommen, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Systeme verstehen, dass es ihre eigenen Daten sind, dass sie souverän darüber sind, dass sie auch Eigentümer dieser Daten sind und in aller Regel einwilligen, aktiv mitmachen und sehen, jawohl, wenn ich meine Daten hierfür gebe, dann bekomme ich auch einen Nutzen.
die Verfahren sind transparent. Ich weiß genau, was mit den Daten passiert. Und es ist kein Überwachungssystem, sondern ich habe tatsächlich zum Beispiel als Studierende einen Benefit davon, indem ich zum Beispiel sowas wie diese Wissenslandkarten habe, indem ich automatisiertes Feedback zu meinen Texten habe. Das heißt, den Mehrwert deutlich zu machen, wie die Verfahren funktionieren und auch die Möglichkeit zu haben, jawohl, das war ganz nett, aber es sind meine Daten, ich nehme die jetzt wieder mit und dann ist gut. Der letzte Punkt betrifft eher die Forschungssicht. Viele von uns sind sicherlich der Meinung, dass Open Science etwas Gutes ist, gerade im Bereich der kumulativen Forschung, dass ich in die Lage versetzt werde, eigentlich Daten überprüfbar zu haben, Forschung überprüfbar zu haben, Metastudien durchzuführen, auf Daten von anderen Studien zuzugreifen. Diese ganzen Dinge, Open Science Bereich, den müssen wir natürlich im Bildungskontext in Einklang bringen mit den Privatheitsanforderungen, gerade was personenbezogene Daten angeht. Das Ganze ist möglich. Es gibt Fallbeispiele, die das sehr, sehr gut machen, die also dann offene Wissenschaftsprinzipien mit der Privatheit von personenbezogenen Daten sehr, sehr gut in Einklang bringen. Und als letztes vielleicht ein paar Perspektiven. Die Zeit ist fast um, aber so ein bisschen neue Entwicklungsrichtungen, die ich sehe, und wichtige Sachen, die das vielleicht auch zusammenfassen hier. Ich denke, wir sehen alle, dass neue Analytics-Unterstützungstechniken oft auf Basis von KI durch den technischen Fortschritt möglich werden. Die werden so sein, zeichnet es sich eigentlich quasi in allen Bildungssektoren ab, dass das keine separaten neuen Dinge sind, sondern dass die in unsere bereits bestehenden Systeme, in unsere Lernmanagementsysteme, in unsere Schulungssysteme, dass die dort rein integriert werden. Wir brauchen gerade in Deutschland noch deutlich mehr und breitere Evaluationsstudien in Praxiskontexten, auch und gerade in universitären, aber fast noch mehr in betrieblichen Bildungskontexten. Die Analytics-Verfahren bieten enorme Chancen für eine inklusivere, für eine diversere, für eine breitere Bildung, die auch heterogenere Zielgruppen mit abdeckt, birgt aber gleichzeitig, siehe Verweis auf die Trainingsdaten, dahin Risiken, dass die erneut außen vor bleiben, denen man gewiss sein soll. Menschen werden nicht abgeschafft, These 5, so ähnlich wie die Ärzte nicht abgeschafft werden und wie seit den Experimenten von Skinner mit Bildungstechnologien wurde nie die Lehrkraft abgeschafft, aber die Rolle, die Menschen, Lehrkräfte, wie aber auch Lernende und unterstützt von KI-Elementen, von Analytics-Elementen, die alle spielen, die wird sich ändern. Wir sprechen dort von hybriden Mensch-KI-Systemen in Bildungskontexten. Wenn wir einen systematischen Vergleich der Literatur machen, dann kommt Analytics in der Bildung auf der Makroebene, also auf der ganz, ganz großen Ebene, im Moment noch ein bisschen zu kurz. Dort besteht sicherlich enormes Potenzial. Die meisten Anwendungen sehen wir eher im Mikro- und Meso-Bereich. Und ich denke, es ist hoffentlich klar geworden, dass ethische Aspekte, was kann, was sollte ich tun, dass die eine wesentliche Rolle beim Einsatz von Analytics in der Bildung spielen und dass es dafür eigentlich immer einen Multi-Stakeholder-Ansatz braucht, um genau solche ethischen Perspektiven auch herauszuarbeiten. Die Einführung von Analytics-gestützten Bildungstechnologien kann entsprechend in Organisationen auch nur als gemeinsamer Prozess gestaltet werden, der ko-kreativ gestaltet wird. Wie das genau funktioniert, da gibt es erste Analysen im Ausland dazu. In Deutschland haben wir da auch noch ein kleines bisschen Nachholbedarf, sind aber da, glaube ich, auch auf dem Weg. Und um das zu tun, ist die Personalqualifikation essentiell. Ich kann nicht über Learning Analytics Einführung sprechen, wenn ich die Grunddinge von KI und Data Science eigentlich überhaupt nicht verstanden habe, sodass die als Inhalt von Aus- und Weiterbildungen immer relevanter werden. Das soll es gewesen sein mit einer hohen Relevanz von KI und Daten, also Learning Analytics in der Bildung, hohe Potenzialzuschreibung. Wir haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir sind in der Praxis in der Breite noch nicht so angekommen, was sich aber, glaube ich, aktuell durch massive Förderinitiativen doch auch ändert. Und um das zu tun, brauchen wir einen sehr, sehr interdisziplinären Blick und eine gemeinsame Gestaltung dieser Systeme. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.